Okay, einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Tombstone. Der macht mir echt Kopfschmerzen. Undurchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Und wo wir uns unterhalten? Für Montana Black? Nein. Kein Interesse. Man kann nur anmerken, weil es ist nicht die beste Idee, an einem publikumsstarken Tag über die Messe zu laufen, wie so ein Prollo. Da, der Laster. Na, ihr Sonntagsfahrer? Danke, Yuri-chan, für deinen Prime-Sub. Um dadurch halt so einen Terror zu machen auf der Messe. Die ganze Bande ist da. Aber das passt halt gut. Also das wurde ihm auch wahrscheinlich empfohlen, weil er dadurch ja wieder ganz viele Twitter-Posts bekommen hat. Ist ja eher eine Marketinggeschichte als wirklich was Notwendiges gewesen. Andere Influencer kriegen das ja auch hin. Ich würde so ein paar Leuten einfach irgendwann Messeverbot geben. Biker erledigt. Und Hausverbote sind sehr legitim in der heutigen Zeit. Werden im Schwimmbad auch ausgesprochen. Chemikalienbehälter, aber alle sauber geschrubbt. Wäre ich Bademeister? Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Harlem. Aber was war in ihnen drin? Wäre ich Bademeister, würde ich Montana Black pro forma ein Hausverbot geben. Sollte mal bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Der war bestimmt auch mal so ein Schwimmbad-Prollo. Streamer dürfen wir den Auftrag heute gar nicht nennen. Ich bin nicht sicher, wie das die Information war. Oh, ich dachte, du bist heute Abend nicht live. Ja, das war auch so geplant. Es tut mir sehr leid. Es ist spontan doch noch dazu gekommen. Ich habe nur auf Twitter gepostet, dass ich doch noch live bin. Ich wollte eigentlich mittags, aber mittags habe ich meinen neuen Fernsehstandfuß aufgebaut im Schlafzimmer. Für den kleinen Fernseher, den ich auf der Gamescom gewonnen habe. Der Feind meines Feindes ist. Seid ihr jetzt Terroristen oder Verbrecher? Ich verwechsel das nämlich immer. Scheiße. Scheiße. Weil ich den Bonus eingesetzt habe. Beziehungsweise ich wollte das. Wann streamst du morgen wieder? Morgen wird... Moment, morgen ist Mittwoch. Eigentlich morgen bin ich abends auf jeden Fall auch wieder da. Nein, ich habe nicht den ganzen Mittag für den Fuß gebraucht. 1,5 Stunden, ich muss es nochmal auseinanderbauen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ah, jetzt gehen die Zielkisten auf. Militärisch aus. Schräg. Spider-Man, du hast einen Aufklärungspunkt gefunden. Wer ist da? Falsche Frage. Die richtige lautet, kannst du meine Bomben entschärfen? Der rätselhafte Mann hat in der ganzen Stadt Aufklärungspunkte verteilt. Deshalb ging die Kiste nicht auf.
Weil ich erst die Nebenmission abschießen musste dafür. Dieser Computer zeigt Bomben im gesamten Viertel. Und sie gehen gleich hoch. Beeilung jetzt! Dum, dum, dum. Mir bleibt nicht viel Zeit! Mein Netz hat das ganz gut abgedämpft. Super Ecke. Wo ist die letzte Bombe? Hätte besser sein können. Wie hätte besser sein können? Ich hätte schneller sein können. Arbeit mit den Bomben, aber nicht beim Werfen. Du wirfst zu ungenau. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und werde auch so bezahlt. Dann verschwendet dein Kunde sein Geld. Manchmal sind Informationen mehr wert als Geld. Und ich habe viel von dir erfahren. MJ, was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon ein Kostüm habe. Hi! Wir können kämpfen! Lasst mich ausreden! Oder wir können grillen! Da der Markt für gute Synchronsprecher relativ überschaubar ist, hier draußen. Ich geh besser rein. Ist das natürlich schon irgendwie klar, dass man immer wieder Stimmen finden, die man woanders kennt. Und auch dieser Markt der Spieleindustrie MJ, benutzt häufig ähnliche Sprecher. Heute ist anscheinend Maskentag im Büro. Endlich ein Job, wo du gut hinpassen würdest, bis du mit Facekicking anfängst. Ja, sowas irritiert die Personalabteilung. Schlaf schön. Ach, erzähl doch nicht. Ihr müsst die zweite Mannschaft sein. Zum Beispiel das Alien, was Roger auch spricht bei American Dead, kommt sehr oft vor in sehr vielen Spielen. Vor allem in Ubisoft-Titeln. Ja.
Ach, kann nicht sein, dass er mich jetzt da getroffen hat. Zeit für einen Schichtwechsel, hä? Gut, weil diese anderen Typen beeindrucken mich nicht. Geh doch nicht. Peter, da sollen Möbel nach Maß hergestellt werden. Wie ich das sehe, geht es eher um illegale Waffen. Und jetzt nicht erschrecken. Ich glaube, sie sind nicht maßgefertigt. Da werden die Hipster-Killer aber enttäuscht sein. Von euch zu sehen, aber... Halt, Moment! Ich freue mich nicht! So, noch ein bisschen mehr HP. Welche Sprüche? Du musst halt lernen, solche Sachen auszublenden. Ganz normales Ding. Aber ich glaube, nee, das war auch nicht der. Schätze, wir können das nicht beim. Das war auch nicht das Schwungding. Bombe drauf. Guten Abend, Ekel. Grüß dich. Und hoch. Wie viele Wellen haben wir noch? Oder war es die letzte? War die letzte. Das mit dem Netzwurf habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich vergesse immer, was das ist. MJ, titeln dann irgendeinen. Ruf die Polizei. Der Ort ist gesichert. Irgendein Angriff und dann sage ich mir, keine Ahnung mehr, was das war. Für den zweiten Bonus. Die Kämpfe sind total super. Das ganze Motion Capturing und Fights und alles ist schon richtig geil gemacht in dem Game. Aber es ist halt der lustige Spider-Man. Von Tante May. Peter, ich habe mit Miles Mutter gesprochen. Sie wäre froh, wenn er hier anfängt. Die arme Frau trauert selbst, will aber für ihren Sohn stark sein. Sie braucht einfach mehr Zeit für sich. Und er soll sehen, dass das Leben lebenswert ist. Das war ein sehr fürsorglicher Vorschlag, Peter. Ein Vorschlag, der Ben stolz gemacht hätte.
Bomben entschärfen sich nicht von selbst. Okay, die hier wäre geschafft. Okay, noch eine. Geht so. Ich hoffe, der Psycho denkt jetzt nicht schlecht von mir. Ich würde solche Spiele immer mit Controller spielen. Als Gegner in der Luft und für eine kurze Zeit dort. Es gibt einfach Spiele, die müssen... Wie heißt es? Die müssen mit dem Controller gespielt werden. Ist leider so. Ja, ich bin ein Trottel. Man hat sich doch früher nicht hingestellt und gesagt, ja, FIFA muss unbedingt mit Maus und Tastatur am besten spielbar sein. Deshalb, ich verstehe nicht so diese Diskussion. Klar, irgendwie muss die Maus-Tastatur-Steuerung akzeptabel sein, aber ich finde... Wenn du Spiele zockst, ohne Scheiß, so ein Controller hält über Jahre. Und wenn du dir einmal einen Xbox-Controller holst für einen PC, musst du 5-6 Jahre keinen neuen mehr holen. Eines Erachtens. Der läuft halt einfach mit fast allem. Ich habe zur Gamescom gehört, dass Xbox-Controller wohl Mangelware waren. Manche Aussteller hatten Probleme, noch Xbox-Controller zu bekommen. Weil die einfach ausverkauft waren in Deutschland an vielerorts. Ja. Oh Mann, Raketen! Die haben Raketen! Wenn du gewalttätig zu deinem Controller bist, ist das ja auch ganz normal, dass der kaputt geht mit der Zeit. Ich habe auch mal einen auf den Tisch gepfeffert und dadurch ging die Hülle kaputt. Aber hat immer noch funktioniert. Aber der Controller kann meistens nichts dafür, was du tust. Deshalb Initiative, weniger Misshandlung von Controller. Ja, es gibt auch viele Alternativprodukte natürlich, die dem Xbox-Controller-Layout nachempfunden sind. Aber ich finde die immer sehr wertig und auch, sag ich mal, vom Gewicht sehr gut. Dann machst du da ein Akku-Pack noch rein. Dass du halt den immer aufladen kannst. Und alles ist gut. Misshandelt lieber Mäuse. Ja, Mäuse schlage ich auch manchmal. Also sind halt technisch nicht so aufwendig wie ein Controller. Die haben keinen Rumble. Deshalb auch immer. Warum hat noch nie jemand eine Maus gemacht mit einem Rumble-Effekt? Da ist das Erken. Wahrscheinlich, weil es zu stark stören würde. Damit die Maus vom Tisch, ey. Gutes Timing. Tombstones Leute laden neue Vorräte auf. Aber wofür nur? Macht er wieder in Drogen? Sind schwer bewaffnet. Ich sollte wohl besser lautlos bleiben. Wo sind die Waffen alle hin?
aus, schmiert sie. Falls doch jemand kommt, abknallen. Sind diese Chemikalien wirklich ungefährlich für uns? Ungefährlicher als der Boss, wenn wir es versauen. Jetzt beeil dich mal. Kalt. Ich habe am Anziehen sollen. Ich hab was gesehen. Es ist der Spinnenkopf. Gib dir ein bisschen Spider-Man. Das mach ich auch. Das Gangsterleben nicht brauchst. Es ist der Spinnenkopf. Danny! Hey, ihr seid gar keine echten Apotheker. Ihr tragt nämlich keine weißen Kittel. Er schießt Netze! Tombstones Männer sind erledigt. Dann mal ran an diese Fässer. Diox 3. Ist das nicht das Zeug, das Tombstone als Kind erwischt hat? Was will er jetzt damit? Er will alle anderen in Tombstones verwandeln. Oder auch nicht. Komm, hast du ein Nasenpflaster? Auf geht's, los! Ich wahrscheinlich schlecht Luft beim Laufen. Das Zeug ist sicher nicht gegen Asthma. Typen, mehr Drogen. Man sollte den Leuten mal die Gefahren von Gruppenzwang erklären. Bring euch Drogen, wenn ihr euch trotzdem von mir verprügeln lasst. Ich befürchte, die Drogeninhalatoren und das Diox 3 gehören zusammen. Ich sollte mir mal einen dieser Inhalatoren genauer ansehen. Okay, was steckt in dir? Also, sie haben es ja wirklich gut hinbekommen, dass du immer wieder mit dem Minispielchen konfrontiert wirst. Okay, du kannst sie ausschalten, das ist ja auch sehr kulant von den Herrschaften gewesen.
dass man da gar keinen Bock drauf hat. Aber ich finde es ganz gut, dass es immer wieder kommt. Diox 3 plus Designer-Amphetamine. Man hat schon besser, also schlechtere Minispiele gehabt, wie das Hacken bei Mass Effect. Führe den Pfeil von außen nach drin. Vorübergehende Unverwundbarkeit. Bin beeindruckt und besorgt. Für das Zeug gibt es auf der Straße einen gewaltigen Markt. Und Tombstone ist der einzige Lieferant. Ich könnte wohl eine Gegendroge herstellen. Ob es wohl Laborgeräte in dem Laster da gibt? Zeit für improvisierte Wissenschaft. Da, eine Einzeldosis der Gegendroge. Muss sie nur noch testen. Vielleicht sollte ich Tombstone in seiner Werkstatt besuchen. Ich manage dich, Spider-Man. Das Buch schreibt sich von alleine. Was? Hör nicht hin, wenn sie sagen, dein Anzug wäre zu eng. Habe ich jetzt gerade einen Handshake da gegeben, der die das Buch für mich schreiben will? Das verkauft sich ja wie von selbst. Aber Spider-Man könnte ja trotzdem Geld verdienen. Er muss ja nur einen Vertreter ernennen für sich. Und die Person würde dann die Deals machen. Also MJ könnte ja die Managerin werden von Spider-Man. Oder Tante May. Die wissen ja alle noch nicht, die wissen ja alle nicht Bescheid. Naja, MJ weiß Bescheid, aber... Eine Gruppe Terroristen ermordet amerikanische Bürger bei einem Bombenanschlag. Wie ist es möglich, dass diese maskierten Verbrecher nicht ausgelöscht werden, sondern noch auf freiem Fuß sind und nach wie vor Unschuldige wie Oscorp-Finanzvorstand Charles Standish in ihrem Zuhause angreifen? Wie? Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Ja, mein Cousin ist Gefängniswärter und er meinte, die verhafteten Dämonen reden nicht. Sie machen dicht, reden nicht mal mit ihren Anwälten. Das verstärkt Befürchtungen, die ich zu diesen Dämonen hatte. Das sind keine normalen Verbrecher. Vielleicht nicht mal normale Terroristen, obwohl sie definitiv Terror verbreiten. Aber das sieht mir immer mehr nach einem Kult aus. Soll das ein Witz sein? Diese Leute sind wahnsinnig. Die sind unberechenbar. Schrecklich, nicht wahr? Heißt das, wir müssen in Angst leben, ständig über die Schulter schauen, jederzeit mit einem Attentat rechnen? Wenn Sie mich fragen, dann lautet die Antwort ja. Okay, Butter erzählt es übrigens im Chat über RBB-TV, die heute das Thema hatten, Arbeitsplätze oder Sanktionen. Hat er einen 160er Blutdruck dabei, was ich nachvollziehen kann. Ich habe davon auch, bevor der Stream anging, so 20 Minuten gesehen. Und mir tut der Osten schon so ein bisschen leid, die Meinung da ist halt wirklich so ein bisschen, als wenn, ja, unter DDR-Zeiten war irgendwie alles besser hier in unserem Land, gefühlt, an manchen Ecken. Es tut mir sehr leid, sehr politisches Thema. Aber es ist eine Zeit der Desinformation leider. Nicht nur dieses Thema, früher war alles besser, sondern auch ganz viele Desinformationssachen sind hier unterwegs. Leider. Hoffen wir mal, es ändert sich in Zukunft noch ein bisschen. Eine Halloween-Party. Muss mich wohl nicht umziehen. Na, ah, jetzt kommt dieses Dating mit, Mal sehen, welcher er ist. Und? Jetzt warst du super verkleidet. Warst du schon immer eine Frau? Warum so unfreundlich? Ich versuche nur meinen Job zu machen. Nach der 1000 Ghouls. Alle tragen Kostüme. Wie ich. Ja, aber die tragen alle Billigkostüme. Und keiner trägt ein sexy Kostüm. Na, da hat sich ja mal jemand angestrengt. Echt? Dr. Delaney ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden, bevor Lee es tut.
Sieh uns an! Wir sind Spider-Bros! Sieh dir meine Moves an! Tju, tju, tju! Ja. Wir sind 1:1. Entschuldigung, sind Sie Dr. Delaney? Spider-Man, mein Nervenschuss. Dieses Mal kriegst du mich nicht. Oh nein, Rauch. Was soll ich jetzt bloß tun? Das ist ein Ende, Spider-Man. Wer ist jetzt der Echte? Jetzt hab ich dich. Was soll das? Ich habe eine Woche an dem Helm gearbeitet. Ich muss Dr. Delaney finden. Er läuft irgendwo rum. Wer bist du? Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Klugscheiße. Ja. Hier würden die RTX-Features bestimmt super geil aussehen und würden die FPS-Zahl auf 20 runterbringen. Nimm von diesem Mann bitte nichts an. Ich kann euch nicht hören! Dieser Süßigkeitenwerfer könnte Dr. Delaney sein. Ich muss irgendwie da hoch. Ich suche Isaac Delaney. Ich glaube, der tanzt gerade. Da ist er. Die Echse mit dem Kittel. Schaut mal, da ist Spider-Boy. Ich bin dein Erzfeind, also kämpf hier. Vielleicht später. Was ist denn, Spider-Man? Angst vor meinem mächtigen Horn? Hey, was bist du? Komm schon. Hey, kämpf! Hein um, Spider-Man! Ja! Was zum Teufel? Oh, Mist! Oh mein Gott. Das wird ein abgefahrener Livestream. Auf ihn, Spidey! Yeah! Was willst du? Es ist so cool, das Spiel. Es ist so unglaublich. Ich bin so froh, dass sie es für den PC noch released haben. Und es ist so traurig, da ich keine PlayStation 5 habe für den Nachfolger, um den zu spielen. Und jetzt machen sie den Preis auch noch teurer von der PS5. Immer sagte, sagen sie mir, was sie wollen! Das ist ein Scherz, ja? Die Waffen sind eh nicht echt. Zurück, jetzt! Lass ihn los! Kopf unten halten! Oh mein Gott! Verschont uns! Es ist alles an dem Spiel, das wirklich sehr schön gestaltet. Geht da nicht nur um New York City. Er hat ein unglaublich gutes Lizenzspiel, also es hat nicht ohne Grund eine über 90er Wertung. Gut. Weil es einfach so viel so richtig macht, ey. Machen wir es kuschelig.
Namen Desia. Wo haben sie die Lenny hingebracht? Noch 1234 Tage oder so bis Lord of the Ring of Power. Das stimmt überhaupt nicht. Am 2. ist es soweit. Gibt sicher einen anderen Weg. Am Freitag. Danke für dein Prime-Sub, Desia. Vielen Dank. Da ist Dr. Delaney. Wohin bringst du mich? Synchronstimme wieder aus der Hölle, ey. Wer sind Sie? Sie arbeiten seit kurzem mit jemandem bei Oscorp zusammen. Woher wissen Sie das? Wir haben nicht viel Zeit, Isaac. Sag mir seinen Namen. Die Show ist vorbei, Lee. Anscheinend ist die Show noch nicht vorbei. Sein Name. Dr. Morgan Michaels. Danke. Nein! Entschuldigung. Waffen ist sogar richtig gut, ey. Ich weiß gar nicht, warum ich das so selten benutzt habe. Wahrscheinlich, weil es immer so viele Gegner waren, der das Gefühl hatte, ich hatte da eh keine Zeit für. Weil immer so schnell wieder neue Gegner da sind. Das waren alle. Ich muss Lee finden. Ah, jetzt muss ich wieder Zivilisten prügeln. Da unbedingt dazwischen gehen. Das wird schon wieder. Entschuldigung. Nein, nicht der Rhinus-Mann. Das ist der Einzige mit der Kampfausbildung hier im Publikum. Oh, falls es hilft, das tut mir echt leid. Was hat Lee mit den Leuten getan? Ja.
Au. Und hinten klatschen sie. Yeah, Spider-Man! Verprüge alle Zivilisten! Bei der ESU wurden Schüsse gemeldet. Ja, das war ich. Erkläre ich später. Jetzt musst du einen Dr. Morgan Michaels finden. Martin Lee ist hinter ihm her. Verstanden. Spider-Man, wer ist dieser Dr. Michaels? Ist wohl der Chefforscher dieses Projekts Teufelsatem. Habt ihr ihn gefunden? Ja und nein. Laut Sable steht er unter ihrem Schutz an einem sicheren Ort irgendwo in der Stadt. Aber sie sagen mir nicht wo. Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Dachte ich auch. Okay, ich denke, ich kann ihn finden. Ich melde mich, wenn es klappt. Nur ein Punkt noch verfügbar. So, Brecher können gegriffen und eingesponnen werden. Geworfene Objekte fügen allen Gegnern in der Nähe Schaden zu, okay. Hey, hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja, aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung. Aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatem-Projekt. Hast du etwas aus der Teufelsatem-Akte rausgefunden? Ja, halt dich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hat er nicht vor, ihn zu fragen. Muss manchmal ein bisschen juhien. Hat auch alles immer sehr schön hier beim Schwingen. Ui. Tschüss.